Hi, dieses Video wird etwas kürzer, aber dafür ein sehr gesundes Video, denn es richtet sich an alle Maker, die hin und wieder mal was löten. Also ich löte relativ häufig, allerdings nicht so gerne, aber für einen Nerd wie mich ist es leider die einzige Möglichkeit, Kontakte zu schließen. Ja, also das Problem ist, wenn man was lötet, ich sehe das ganz häufig in YouTube-Videos, wenn andere YouTuber sowas löten, dann sieht das doch immer so aus, als geht es mehr oder weniger direkt in die Nase, die einzige vorhandene Lötrauch. Absaugvorrichtung, die da sozusagen gerade vorhanden ist. Ja, es gibt günstige Lösungen, wo der Rauch dann reingezogen wird und dann mehr oder weniger auf der anderen Seite wieder rauskommt, verteilt sich also irgendwo im Raum und man filtriert ihn dann letztlich doch irgendwann. Dann gibt es natürlich noch sehr, sehr teure Lötrauchabsauger. Die haben dann natürlich spezielle Filter auch noch da drin. Das wird wahrscheinlich sehr gut funktionieren. Also sollte es jedenfalls für den Preis. War für mich dann nicht die Option. Also ich brauche was, was man möglichst schnell rüberklappen kann, was ich nicht lang aufbauen muss und was keinen Platz auf meinem Schreibtisch wegnimmt. Und hier auf dem Foto sieht man auch gerade, ich habe da noch so ein Paket von AZ Delivery stehen, den AZ Touch, und den habe ich unter anderen Sachen mal kostenlos zur Verfügung gestellt gekriegt. Deswegen kann ich mich hier an der Stelle schon mal dafür bedanken. Der kommt dann in einem anderen Video noch mal ein bisschen dran, aber erstmal gehen wir jetzt weiter auf meine Lötabsaugvorrichtung ein. Und zwar löte ich ja nur Kleinigkeiten. Und deswegen, das kann mal irgendwie 5 Minuten sein. Und meistens hat man dann keine Lust, eben so eine Absaugvorrichtung irgendwie aufzustellen. Und deswegen brauchte ich halt was, was man schnell mal weghaben kann. Also habe ich mir was überlegt, habe so ein bisschen experimentiert mit PC-Lüftern, wo die beste Absaugstärke dann vorhanden ist. Und meine Lösung ist jetzt letztlich so eine kleine Turbine gewesen, also so ein Turbinenlüfter, die gibt es auch unter 10 Euro. Ich verlinke die mal unter dem Video hier. Und dann habe ich noch so einen Staubsaugerschlauch genommen und einen Mikrofonständer. Das habe ich einfach direkt neben meinem normalen Mikrofon an den Tisch geklemmt. Und immer wenn ich jetzt was löte, dann kann ich das schnell mal rüberklappen. Und dann hänge ich noch die andere Seite des Schlauchs aus dem Fenster raus. Und dann wird auf jeden Fall der Rauch an die Umwelt abgegeben. Und who cares, ne? Dann ein bisschen Quecksilber in der Luft, kein Problem. Naja, nee, aber wirklich besser auf jeden Fall, als das die ganze Zeit im Zimmer zu haben, diesen Rauch, oder noch schlimmer, direkt in die Nase einzuatmen oder in den Mund, wenn man mit offenem Mund lötet. Genau, das nur so als kleiner Tipp. Ich packe mal alle Materialien und meine 3D-Druckdateien, die ich entworfen habe, mal in die Beschreibung. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dann ab jetzt nicht mehr ganz so gesundheitsschädliches Löten. Und bleibt auf jeden Fall dran hier in diesem Kanal. Gerne ein Abo dalassen, wenn es noch nicht geschehen ist, und die Glocke andrücken, weil dann werdet ihr auch direkt informiert, wenn was Neues kommt, weil sonst verpasst man das manchmal. Denn ich habe diesen Monat noch einige interessante Videos, und in dem Sinne immer schön smart und unabhängig bleiben.